Seit 3 Jahren führen Annika Fink und ihre Schwester Maike Gehring gemeinsam eine gut laufende Konditorei in Berlin-Schöneberg. Zur Unterstützung haben die Schwestern seit 1 Jahr Azubi Marius Brenner eingestellt. Doch in den letzten Wochen gibt es nur Ärger mit dem 17-Jährigen. Maike, warum ist denn der Laden nicht offen? Marius sollte doch heute Morgen aufschließen. Ja, verstehe ich auch nicht. Ach, kann nicht wahr sein. Sag mal, das gibt's ja nicht. Auf den ist null Verlass. Es ist jedes Mal das Gleiche. Mir reicht's wirklich langsam. Entschuldigen Sie bitte. Da sind Sie ja endlich. Ich warte hier schon seit 20 Minuten hier. Ich wollte eigentlich nur meinen Kuchen abholen. Herr also, Meier, das tut mir wirklich so furchtbar leid. Aber jetzt sind wir ja da. Kommen Sie mal schnell rein. Na, immerhin. Kommen Sie rein? Ja. Herr Meier, ich kann mich wirklich nur noch mal entschuldigen. Mir tut das so leid. Also, unser Auszubildender sollte eigentlich aufschließen. Aber Sie sehen ja, es hat irgendwie nicht geklappt. Ich mache das alles schnell fertig. Maike, kannst du mir ganz kurz den Karton bitte geben? Danke. Ich packe ihn ein. So. Bezahlt ist er schon. Das ist ja alles schon erledigt. Ich lege den Deckel nur ganz leicht oben drauf, dass nichts kaputt geht. So. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und tut mir leid nochmal. Ja? Tschüss. Ja, danke. Ihnen auch. Tschüss. So, also das kann doch wohl nicht wahr sein. Der macht, was er will. Ich habe ihn letzte Woche abgemahnt. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Es hat sich nichts geändert. Hörst du mir überhaupt zu? Wir müssen jetzt wirklich mal durchgreifen, Maike. So geht das nicht mehr. Du vor allem musst das. Ja, na, vielleicht ist er ja krank oder ihm ist irgendwas passiert. Ja, ist nichts passiert. Doch, der kann das bestimmt erklären. Ach so, ein Quatsch. Ich kann dir das auch erklären. Er verarscht uns. Ach, Marius! Das ist ja schön. Guten Morgen. Du bist 1 Stunde zu spät. Unser Kunde hat 20 Minuten vor der Tür gewartet. Du, das können wir uns nicht erlauben. Kann ich nicht erstmal einen Kaffee oder so haben? Ich bin völlig im Eimer. Ich hab die ganze Nacht durchgefeiert. Jetzt soll ich dir noch einen Kaffee machen? Aber du hast sie doch nicht mehr alle. Zieh dich an, steh auf, mach dich fertig. Der ganze Laden ist noch nicht fertig. Ach, komm schon, hab dich doch nicht so. Ey, weißt du was? Mir reicht's. Es steht mir bis hier oben. Weißt du, was du jetzt machst? Du packst deine Sachen, du bist gekündigt. Ich hab die Nase voll. Lass mir doch von dir nicht auf der Nase rumtanzen. Nee, vergiss es. Das kannst du gar nicht machen. Natürlich kann ich das machen. Es ist mein Laden. Also raus, komm, mach den Fliege echt. Maike, sag doch mal bitte was dazu. Sag, dass ich dich nicht freuen kann. Ja, warte mal, okay? Komm. Sie doch nicht rausschmeißen, ja? Wegen so einem Scheiß, ist doch überhaupt kein Problem, ja? Der braucht doch eine Chance. Guck dir den doch mal an. Der verarscht uns von vorne bis hinten. Sitze ich dein Ernst, dass du mir so in den Rücken fällst? Doch. Ich will nicht, dass er gekündigt wird, ja? Wir sind gleichberechtigt und ich sage, er bleibt. Zieh dich an, komm, mach jetzt. Ja, schon verstanden. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass meine eigene Schwester mir so dermaßen in den Rücken fällt. Also erstens bin ich im Recht, ja? Und zweitens, wie stehe ich denn jetzt vor unserem Auszubildenden da? Die untergräbt ja meine totale Autorität. Also da muss ich mit ihr auf jeden Fall noch mal unter 4 Augen sprechen, weil so ist es für unser Betriebsklima überhaupt nicht gut. Selbst beim Abendessen mit Tochter Clara, Sohn Robin und Ehemann Steffen beschäftigt die zweifache Mutter immer noch der Streit mit ihrer geliebten Schwester. Sie kann nicht begreifen, dass sich Maike auf die Seite des unzuverlässigen Azubis stellt. Steffen, ich muss mit dir noch mal reden. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Unsere ganze Bäckerei geht den Bach runter. Du, es ist nicht mehr tragbar. Na klar, bei der Konkurrenz, da könnt ihr euch das einfach nicht erlauben. Wenn die Kunden mal morgens vor dem Laden warten, das geht doch nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum Maike da nicht anderer Meinung ist, warum sie das nicht auch so sieht. Ja, frag mich mal, ich bin total geschockt. Ich erkenne die gar nicht mehr wieder. Dieser Marius, der spielt im Laden wilde Sau, macht, was er will. Und sie tut so, als wären das alles nur irgendwelche Lappalien. Ja, der nimmt euch nicht ernst. Ihr müsst da mal härter durchgreifen. Habt ihr ihn denn schon mal ermahnt oder sowas? Natürlich, Steffen. Wir haben den abgemahnt vor ein paar Wochen. Aber das ist dem völlig egal. Der ist sich total sicher, dass wir ihn nicht kündigen. Und das Problem ist, ohne Maikes Zustimmung krieg ich den nicht raus. Also ich würde vorschlagen, du fragst mal deine Anwältin um Rat, was sie da machen kann. Was soll meine Anwältin da machen? Wir sind gleichberechtigte Partner. Wenn Maike sagt, ist nicht, dann kann ich nichts machen. Naja, vielleicht könnt ihr ihn auch kündigen ohne Maikes Zustimmung. Das wäre doch nicht schlecht. Meinst du, es geht? Ich weiß nicht, ob das geht, aber klar, du hast recht.
Vielleicht rufe ich sie einfach mal an. Das ist super übertrieben. Nee, das finde ich überhaupt nicht. Der Junge ist total geschäftsschädigend. Ihr könnt euch das nicht erlauben. Und Bäcker gibt's wie Sand am Meer. Den könnt ihr einfach ersetzen. Also ich würde die Anwälte mal um Rat fragen und schauen, was sie dazu sagt. Ich rufe sie einfach mal an. Irgendwas muss ich ja unternehmen. Ja. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich bestimmt Streit mit meiner Schwester. Das möchte ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hat mein Mann auch recht. Ich kann mich ja von meiner Anwältin mal beraten lassen. If you want it, take it. I should've said it before. Am nächsten Tag hat Annika einen Termin mit der Fachanwältin für Arbeitsrecht Barbara von Minkwitz. Per Telefon hat sie die Juristin bereits über die Meinungsverschiedenheiten mit Geschäftspartnerin Maike wegen der Kündigung ihres Azubis Marius informiert. Ich habe hier schon mal den Vertrag für Sie mitgebracht. Ja, wunderbar. Vielleicht werfen Sie mal einen Blick drauf. So. Ja, das ist das Allerwichtigste, denn genau danach richtet sich alles. Ja, das ist genauso, wie ich es mir gedacht habe und auch so, wie Ihre Schwester gesagt hat. Die Eingehung und Aufhebung von Arbeitsverhältnissen können Sie nur gemeinsam vornehmen. Das heißt, Ihrem Azubi können Sie auch nur beide gemeinsam kündigen. Das ist das Problem. Der Junge muss raus aus der Konditorei. Der ist wirklich geschäftsschädigend. Ja, kann ich ja verstehen. Aber wissen Sie, gerade bei so kleinen Betrieben ist es äußerst sinnvoll, Entscheidungen nur gemeinsam zu treffen. Und ich meine, wenn das Verhalten Ihrer Schwester völlig unsachlich ist, dann können Sie die natürlich vor Gericht auf Zustimmung zur Kündigung verklagen. Ja, ist natürlich eine unangenehme Situation. Mich mit meiner Schwester vor Gericht streiten wollte ich natürlich nicht. Die Frage ist nur, wie stehen denn unsere Chancen? Naja, wenn das Verhalten Ihres Azubis absolut geschäftsschädigend ist und Sie das beweisen können, dass das zu nicht unerheblichen finanziellen Einbußen geführt hat, dann sind Ihre Chancen hervorragend. Trotzdem alles eine unschöne Sache vor Gericht und dann klagen. Das wollte ich vermeiden, aber ich will diesen Marius wirklich unbedingt raushaben. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich häufiger Unstimmigkeiten, Meinungsverschiedenheiten mit Ihrer Schwester? Überhaupt nicht. Wir sind uns ja immer einig. Wir ziehen immer an einem Strang. In letzter Zeit ist die aber so verschlossen, ich komme überhaupt nicht mehr an die ran. Die benimmt sich auch ganz komisch. Also wissen Sie, das Allerbeste, was ich Ihnen dringend raten würde, ist, die Sache einvernehmlich zu regeln. Ist Ihre der Schwester denn jetzt in der Bäckerei? Ja, ja, sie ist da, klar. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Zeit, dann lassen wir uns doch eben hinfahren. Vielleicht kriegen wir die Sache ohne Gericht aus der Welt. Das wäre das Allerbeste. Gerne, wenn Sie mitkommen würden, wäre das natürlich perfekt. Dann machen wir das doch. Fahren wir rüber. In Familienbetrieben sind Meinungsverschiedenheiten über geschäftliche Entscheidungen oft sehr heikel. Einerseits will und kann man Entscheidungen nicht über den Kopf des anderen hinweg treffen. Wenn man es aber bis zum Gericht eskalieren lässt, ist der Brunnen oft vergiftet und die weitere Zusammenarbeit gefährdet. Deswegen werde ich in diesem Fall auf jeden Fall versuchen, eine außergerichtliche Einigung zwischen beiden Schwestern zu erreichen. Today I don't feel like doing anything. In der Konditorei ärgern sich unterdessen Kunden über die unaufmerksame Bedienung von Marius. Als Anwältin Barbara von Minkwitz und Annika in den Laden kommen, um mit Maike über die notwendige Kündigung des Azubis zu sprechen, werden sie prompt Zeuge von Marius' geschäftsschädigendem Verhalten. So, also können Sie erstmal vielleicht die Jacke ablegen. Und genau, hier haben wir halt so ein bisschen unseren Sie mal, wir warten jetzt schon eine halbe Stunde auf unseren Kuchen hier. Sollen wir den selber backen oder was? Sagen Sie mal, ganz ruhig, in der Ruhe liegt die Kraft. So, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie auch gerne woanders hingehen. Das ist ja wohl unerhört. Also das reicht mir jetzt. Komm, Marin, wir gehen. Nein, nein, warten Sie mal bitte. Ich habe das gerade mitbekommen. Es tut mir total leid. Bitte bleiben Sie doch. Der Kuchen geht natürlich aufs Haus, ja. Also ich kann mich wirklich nur entschuldigen. Na gut. Ja, setzen Sie sich aber bitte noch einen Moment. Sag mal, machst du mal das Telefon weg? Was ist denn das für eine Arbeitshaltung, ja, wie du hier stehst? Mach den Kuchen fertig, bring ihn unseren Kunden. Entschuldigung. Ihre Schwester ist hinten? Ja, die sind mir schon mal vor. Fass es nicht mal. Ja? Guten Tag. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz. Ihre Schwester hat mich beauftragt. Es geht um ihren Auszubildenden. Meine Schwester hat sich eine Anwältin genommen? Wegen Marius? Mhm. Ist sie da? Ja. Lassen Sie uns doch mal sprechen. Dann kommen Sie mal mit. Annika? Gleich wieder da. Ja. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Als wenn wir das nicht selbst klären könnten. Maike,
Mensch, ich will das doch auch nicht, aber ich weiß mir überhaupt nicht mehr zu helfen. Du lässt mir gar keine andere Wahl. Dieser Marius, der muss weg. Wissen Sie, nach allem, was Ihre Schwester mir erzählt hat, müsste das doch in Ihrem eigenen Interesse liegen, dass dem Marius gekündigt wird. Und ich würde es wirklich bedauern, wenn Sie uns zwingen, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, und überleg mal, gerade war schon wieder so eine Situation gerade vorne. Die Kunden laufen uns doch weg. Der ist untragbar für den Laden, Maike. Das muss ein Ende haben. Also wissen Sie, ich habe das gerade mitgekriegt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich gegen eine Kündigung sperren. Ich habe einfach Mitleid mit Ihnen. Ne? Der hatte eine total schwere Kindheit. Der ist ohne Vater aufgewachsen. Und niemand hat ihn unterstützt oder hat an ihn geglaubt. Und die Ausbildung ist einfach seine letzte Chance. Ja, aber den Eindruck, den macht er doch überhaupt nicht. Ich meine, der ist wirklich völlig ungeeignet für diesen Job. Ja, und außerdem ist das auch nicht unser Problem mehr. Das ist unser Laden hier. Maike, den haben wir uns gemeinsam aufgebaut. Und es kann dir doch nicht auf einmal alles egal sein, was hier passiert. Okay, pass auf. Ich rede mit ihm, aber bitte keine Klage, okay? Ja, also du von mir aus probier's, aber ich sag dir gleich, das wird überhaupt gar nichts bringen. Hundertprozentig nicht. Ja, vertrau mir, ja? Ich rede mit ihm und dann werden wir sehen. Du, aber wenn's nicht klappt, dann fliegt der raus. Okay. So, ich kümmere mich jetzt erstmal weiter um die Gäste. Während sich Maike im Büro um das Geschäftliche kümmert, kreiert Annika in der Backstube Torten. Azubi Marius soll im Verkaufsraum Kunden bedienen. Maike will noch heute mit dem 17-Jährigen über dessen schlechte Arbeitsmoral sprechen. Da liefert der Lehrling Chefin Annika einen weiteren Grund für seine Entlassung. Sag mal, das ist jetzt aber nicht das, was ich gerade denke. Reg dich nicht auf. Das ist alles abgesprochen. Ich soll mich nicht aufregen? Was nimmst denn du dir eigentlich raus? Na, 100 Euro. Die her! Weißt du, was ich jetzt mache? Ich rufe jetzt die Polizei. Das kann doch wohl nicht sein. Gehst du einfach an unsere Kasse ran. Was ist denn hier schon wieder los? Der beklaut uns. Wie? Ich hab ihn gerade erwischt, wie er 100 Euro aus der Kasse genommen hat. Was hat er gemacht? Ja, nee, komm. Also, ich rufe jetzt auch die Polizei. Das ist mir jetzt so doof hier. Nein, bitte keine Polizei. Maike, kannst du ihr bitte sagen, dass du mir das erlaubt hast? Ja, ich habe ihm das wirklich erlaubt. Du hast ihm erlaubt, sich 100 Euro aus der Kasse zu nehmen. Der Grund dafür? Naja, er braucht den Vorschuss. Und du, ich erziehe das auch alles vom Azubi-Gehalt ab. Und den darf er sich ja noch selber aus der Kasse nehmen? Seit wann das denn? Reg dich ab. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen vorlaut, aber ich würde niemals die Konditorei bestehlen. Und dass du das von mir denkst, das ist wirklich gemein. Weißt du was, Marius? Mir kannst du überhaupt gar nichts mehr vormachen. Du brauchst gar nicht so blöd zu grinsen, wirklich. Ich lass mich von dir nicht verarschen. Jetzt geh nach hinten und sieh zu, dass du dich in irgendeiner Art und Weise nützlich machst. So, du kommst jetzt mal bitte mit. Kannst du mir das mal erklären? Dir glaube ich sowieso nicht. Du erlaubst doch nicht dem Auszubildenden, dass er sich 100 Euro aus der Kasse nimmt. Ach, willst du behaupten, dass ich lüge? Du lügst du denn nicht, darum geht es schon gar nicht mehr. Wir hatten Absprache und die war klipp und klar. Sobald er sich noch ein Ding leistet, ist er raus. Ja, aber er hat ja nichts falsch gemacht. Er bleibt. Der bleibt nicht. Niemals, nie im Leben hat meine Schwester Marius erlaubt, das Geld aus der Kasse zu nehmen. Ich habe doch gesehen, dass sie selber total schockiert darüber war. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Die lässt mir keine andere Wahl. Ich muss jetzt klagen. In the dust, all you need is what you got. Nach der Schule sind der 6-jährige Robin und die 15-jährige Clara in die Konditorei gekommen, um ihre Mutter zu besuchen. Annikas Gedanken sind allerdings immer noch beim Streit mit Maike. Als Lieferant Henning Kunze neue Backzutaten bringt, wird das Verhalten ihrer Schwester noch rätselhafter. Ich werfe noch mal ganz kurz einen Blick rein. Ich meine, es ist ja immer alles in Ordnung, aber du weißt ja, sicher ist sicher. Was sind das? Das sind überhaupt gar keine Bio-Nüsse hier. Und die Kuvertüre ist auch nicht Bio. Das ist nicht richtig. Ja, okay, das habe ich auch gewundert, aber auf den lief wahrscheinlich nichts drauf von Bio. Ja, aber Henning, wir bestellen immer Bio, ausschließlich. Damit werben wir doch auch bei unseren Kunden. Das kann nicht sein. Das muss ein Missverständnis sein. Nein, doch nicht. Kannst du draufschauen? Das zeig mal. Das gibt's doch gar nicht. Du, das hat meine Schwester gemacht, die muss sich vertan haben. Also, ich weiß jetzt damit überhaupt nichts anzufangen. Gib mir erstmal. Ich melde mich dann auf jeden Fall nochmal. Maike, zu dir wollte ich gerade. Ach. Guck mal, kannst du mir das mal bitte erklären? Das sind keine Bio-Sachen, die da bestellt worden sind. Ja, ist ja richtig.
Wie, das ist richtig. Wir haben uns doch geeinigt, alles in Bio-Qualität zu bestellen, oder nicht? Du wolltest alles immer in Bio, ja? Ich fand das von Anfang an schon Quatsch. Du kannst ja nicht einfach so die Regel ändern. Das haben wir abgesprochen, das müssen wir auch so einhalten. Oder ist das jetzt die Retourkutsche für die Sache mit Marius, weil ich den hier raushaben will? Der Bio-Schnickschnack ist einfach zu teuer für uns. Zu teuer? Wenn du sparen willst, ja? Dann spar mal unserem Auszubildenden Marius, weil der treibt unsere Firma nämlich in den Ruin. Und ganz bestimmt nicht unsere hochwertigen Sachen, die wir hier anbieten und verkaufen. Wenn du dich nur ein bisschen mit unseren Finanzen auskennen würdest, dann wüsstest du, dass ich recht habe. Maike, das ist totaler Quatsch. Unser Laden läuft hervorragend. Das ist doch alles super. Wir haben total viel Kundschaft. Wir beliefern die ganzen Leute. Ich weiß überhaupt gar nicht, was du willst. Willst du mir jetzt erzählen, dass wir pleite gehen oder was? Es ist einfach so, Bio ist zu teuer und ich gehe jetzt weiter arbeiten, ja? Hallo? Was sollte das denn jetzt schon wieder, Frau Maike? Jetzt haben wir auf einmal kein Geld mehr. Ich werde jetzt meine Anwältin anrufen und die nämlich fragen, ob sie mit mir mal die Geschäftsbücher durchgeht. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung von Buchhaltung. Als Maike nach Feierabend die Konditorei bereits verlassen hat, ist Anwältin Barbara von Minkwitz vorbeigekommen, um die Geschäftsbücher zu prüfen. Annika ist irritiert, dass der Laden plötzlich rote Zahlen schreiben soll. Hat ihre Schwester ein Geheimnis? Ich meine, wir haben ja unsere laufende Kundschaft, ja? Die Stammkunden. Wir beliefern die Altersheime. Die Gegend ist wunderbar hier. Also ich kann mir das alles überhaupt gar nicht erklären. Das stimmt, was Sie sagen. Ich sehe das hier. Sie haben laufende, regelmäßige, monatliche Einnahmen, die eigentlich eine sehr gute Finanzierungsgrundlage für Ihren Betrieb sind. Absolut. Und daran hat sich auch nichts geändert in den letzten Monaten. Und die Ausgaben, die sind auch nicht immens in die Höhe geschossen, dass wir jetzt kurz vor der Pleite stehen. Kann sein. Sie haben laufende, hohe Entnahmen. Gucken Sie doch mal hier. Tatsache. Das sind ja 2000 Euro. Ja. Sagen Sie mal, sprechen Sie denn solche hohen Entnahmen oder Investitionen nicht mit Ihrer Schwester ab? Ja doch, natürlich machen wir das, aber also davon weiß ich nichts. Ich habe das nicht abgehoben, das Geld. Das muss sie heimlich gemacht haben, weil sie weiß ja, dass ich die Bücher nicht kontrolliere. Also ich finde, wissen Sie, um solchen Dingen vorzubeugen, sollten Sie auf jeden Fall morgen zusammen mit Ihrer Schwester zur Bank gehen und ein sogenanntes Und-Konto einrichten. Das heißt, dass Sie Verfügungen nur noch gemeinsam mit Ihrer Schwester vornehmen können. Das verwehrt ihr die Möglichkeit, hinter Ihrem Rücken einfach Entnahmen durchzuführen. Das ist doch aber so traurig. Jetzt muss ich meiner Schwester schon hinterher spionieren, weil sie irgendwelche Gelder abhebt und mir davon nichts sagt. Traurig schon, aber die einzige Lösung, Frau Fink. Ja, da haben Sie recht, stimmt. Sagen Sie mal, und haben Sie denn irgendeine Ahnung, wofür Ihre Schwester diese hohen Entnahmen benötigt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir haben immer an einem Strang gezogen. Wissen Sie was, wir fahren sofort zu Ihrer Schwester und stellen die mal zur Rede hier, mit diesen Unterlagen. Naja, das wird aber nicht so einfach. Ich meine, die ist im Moment so zickig. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie weiterkommen. Das werden wir ja sehen. Na gut. Annika hat Maike immer blind vertraut. Doch offensichtlich verschweigt ihr ihre Schwester etwas. Sonst hätte sie keine Firmengelder veruntreut. Gemeinsam mit Anwältin Barbara von Minkwitz will Annika herausfinden, was hinter diesem Betrug steckt. Die beiden suchen Maike zu Hause auf. Hallo Maike. Oh, was gibt's denn jetzt schon wieder, ja? Ich bin total müde, ja? Ich habe jetzt echt keinen Nerv auf irgendeinen Stress wegen Marius. Ja, tut mir leid, da musst du jetzt durch. Es geht doch gar nicht um Marius, Maike. Frau von Minkwitz war so freundlich und hat sich mal unsere Geschäftsbücher angeguckt. Leider. Ja, hallo, warte doch mal, ja? Das geht doch so nicht. Wieso? Was ist da? Was ist denn das? Was ist das? 300 Fragen zur Schwangerschaft? Bist du schwanger? Das geht dich gar nichts an, ja? Natürlich geht mich das was an. Du bist meine Schwester. Seit wann haben wir so ein mieses Verhältnis, dass du mir noch nicht mal erzählst, dass du schwanger bist? Ja, okay. Ich bin schwanger. Ja, und von wem bitte? Annika, akzeptiere bitte, dass das meine Sache ist, ja? Weißt du, jetzt wird's mir auch langsam klar, die 2000 Euro. Hast du die deshalb von unserem Geschäftskonto abgehoben, weil du ein Kind kriegst? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Also Frau Gehring, jetzt muss ich mich wirklich mal einschalten. Ich meine, Ihre Schwester geht das absolut was an, wenn Sie von einem gemeinsamen Firmenkonto offensichtlich private Entnahmen tätigen. Also strafrechtlich nennt man das Untreue.
Also ich kann das echt nicht fassen. Ja? Können wir unsere Probleme nicht alleine regeln? Ja? Brauchst du immer jemanden, der für dich spricht? Ja, ich brauche jemanden, weil du redest mit mir ja nicht. Ich verstehe dich einfach nicht mehr. Also Frau Gehring, ist es so, ich habe Ihrer Schwester geraten, dass Sie aus dem gemeinsamen Firmenkonto ein Und-Konto machen, dass Sie zur Bank gehen und das ändern. Das hat den großen Vorteil, dass Sie in Zukunft Verfügungen nur noch gemeinsam machen können. Und außerdem erwarte ich von Ihnen, dass Sie das entnommene Geld unverzüglich wieder einzahlen. Also, ganz ehrlich, ja? Zeigen Sie mich an, verklagen Sie mich, es ist mir völlig egal. Ich möchte jetzt einfach, dass Sie und du gehen. Frau Gehring, ich meine, können wir Ihnen nicht helfen? Ich denke, Sie haben ein ich Problem. Ich möchte bitte wirklich, dass Sie jetzt gehen. Und dann tschüss. Bitte. Ja, wirklich. Das Verhalten von Maike Gehring macht mehr als klar, dass sie neben ihrer Schwangerschaft noch irgendwas anderes zu verbergen hat. Aber ganz egal, was das ist, das gibt ihr nicht das Recht, zu tun und zu lassen, wozu sie Lust hat.